Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz besonders, die Eva Lamprecht neben mir sitzen zu haben, eine lizenzierte Soul-Hypnose-Therapeutin. Herzlich willkommen, liebe Eva. Hallo Silke, schön, dass wir das Video heute zusammen machen. Ja, Freue mich sehr. ich mich auch. Es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema oder ja, wir sprechen ja heute auch über die seelischen Themen, verschiedene Traumata und das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, weil emotionale Entgiftung bei mir in den letzten ein, zwei Jahren auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. In meinem Kanal geht es ja hauptsächlich so um Ernährung und Fasten, Entgiftung, pflanzenbasierte Ernährung, auch Minimalismus, also verschiedene Themen habe ich schon aufgegriffen und ab und zu gab es auch mal ein Video zum Thema emotionale Entgiftung. Ich hatte auch, glaube ich, im August ein Video hochgeladen mit dem Tobias von IUM. Da haben wir auch über emotionale Entgiftung gesprochen, welche Themen bei uns hochkommen, wie wir sie bearbeiten. Und da habe ich dann auch schon zum Ende des Videos gesagt, dass bei mir bald eine Soul-Hypnose ansteht, weil es gewisse Themen gibt, die ich aktiv nicht auflösen kann, die ich aktiv selber nicht bewältigen kann. Und deswegen freue ich mich heute sehr, dass wir über die Soul-Hypnose sprechen. Ich habe jetzt tatsächlich schon zwei Soul-Hypnosen mit der Eva hinter mir und da hat sich wirklich einiges getan. Ich konnte wirklich auch sehr tiefgreifende Themen aus meiner Kindheit auflösen, wo ich jetzt nach der Soul-Hypnose merke, wie die mich doch belastet haben, wie die mich in meinem Fluss so beschränkt haben. Und genau, und ich wollte euch, meinen Zuschauern, die Soul-Hypnose vorstellen. Und da werde ich jetzt erstes mal die Eva fragen, was ist denn eigentlich genau die Soul-Hypnose? Wie wird denn da gearbeitet? Also Soul-Hypnose oder auch manche sagen auch SOL-Hypnose leitet sich ja von Spirit of Light ab. Und diese Technik oder diese Form der speziellen Hypnose haben Brigitte Papenfuß und Ralf Mohren entwickelt. Es ist eine Mixtur aus klassischer Hypnose und Energiearbeit. Was wir jetzt nicht machen, wo sich die auch sehr stark unterscheidet, werden keine Wirksuggestionen verwendet, außer wenn jemand tatsächlich gar nicht oder nur in eine leichte Trance kommt, dann wäre das jetzt so die zweitbeste Variante, auch mit Wirksuggestionen zu arbeiten. Aber wir schauen schon, dass der Klient eben in diese schöne, tiefe, gute Trance kommt, wo wir dann auch eben über das erweiterte Bewusstsein mit zugleich erhöhter, mit zugleich reduzierter Kritikfähigkeit. Das heißt, der Verstand tritt eben mal in den Hintergrund und damit haben wir ein erweitertes Bewusstsein und können dann in Areale oder Bereiche vordringen, die uns ja im Tagesbewusstsein gar nicht zugänglich sind. Ja? Also wir haben Zugriff zu allem, zu diesem Eins. Sein auch, ja, wovon man ja intellektuell lesen kann oder auch hören oder sich drüber unterhalten kann. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich auch mal in diesem Einsseinsgefühl selber wahrnehme oder ob ich jetzt nur davon irgendwo einen Bericht lese oder höre. Ja, das ist schön. Man kann sich das vorstellen. Das berührt einen auch. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche wie eine Ersthanderfahrung zu machen. Ja. Genau, und das unterscheidet die im Wesentlichen, dass wir nichts hineingeben, sondern dass wir durch eine spezielle Fragetechnik, die wir mit dem Klienten machen, eigentlich nur etwas abfragen. Kann der Klient das so beantworten aus dem Unterbewusstsein? Ja, also man unterhält sich ja, es ist ein Dialog mit dem Unterbewusstsein. Und wenn der Klient oder das Unterbewusstsein des Klienten das für richtig erachtet, dann wird erst verankert und nicht irgendwie ab dem heutigen Tag, ne, wirst du immer selbstbewusster sein. Und das kann man, wie gesagt, in der zweitbesten Variante mal machen. Aber es ist eigentlich nicht das Ziel, das die Soul-Hypnose anstrebt. Ja. Und Ja. die Zuschauer fragen sich vielleicht, na, wofür braucht man denn die Soul-Hypnose? Mit welchen Traumata, mit welchen Blockaden, mit welchen Problemen ist denn eine Soul-Hypnose hilfreich? Also ich sage immer, es klingt zwar ein bisschen lustig, aber ich sage immer, der Hypnoseform oder der Hypnose oder der Trance ist es egal, ob jemand jetzt mit einem
mit einer schweren psychischen Belastung kommt oder mit einer Krise, mit einer chronischen Erkrankung oder mit einer wirklich lebensbedrohlichen Erkrankung. Also die Therapieform oder die Hypnoseform kannst du für alles verwenden. Genau, du hast ja auch mal, ich habe dich ja mal gebeten zu schauen, was hast du denn alles schon behandelt? Welche Menschen kommen denn mit welchen Problemen zu dir? Also ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und bin durch meine Ordner gegangen von den Klienten, die ich auch immer, wie sagt man da, ad acta lege sozusagen, ja. Und damit ich auch eine schöne Bandbreite habe und das jetzt nicht im Kopf irgendwie alles runterspulen muss, habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Und also viel kommen die Menschen mit Ängsten, ne? Also irrationale Ängste. Ticks, Zwänge, Burnout ist natürlich ein großes Thema, Erschöpfung, starke belastende Gefühle, die nicht jetzt über eine kurze Phase ist, weil man jetzt eben gerade mal in einer belastenden Situation ist und es ist ja normal, dass das System dann mit negativen Gedanken vielleicht mal reagiert, aber ich rede jetzt davon von wirklich von längeren Phasen, ne? Depressionen jeglicher Art, Traurigkeit. Ich muss auch dazu sagen, das sind natürlich alles Begriffe, die uns auch die Medizin, die Schulmedizin gegeben hat. Ich möchte die jetzt mal zwar so das Kind so benennen, aber wir wissen ja alle trotzdem, dass es nur Begriffe sind, ne? Und Diagnosen stellen wir übrigens nicht. Also das ist, drum ist es auch völlig egal, ob wir jetzt wirklich wissen, ob das eine diagnostizierte Depression ist oder ob der Klient sich einfach nur in einer sehr starken Traurigkeit fühlt. Also wir, die Therapeuten, stellen keine Diagnosen und wollen auch den Klienten einfach nur mal berichten lassen, erzählen lassen, sprechen lassen, sich mal alles von der Seele sprechen lassen, was ich sehr wichtig und sehr gut finde, ohne dass da eben irgendwelche Begrifflichkeiten wie Multiple Sklerose oder ALS oder wie das alles heißt bei Kindern oder Jugendlichen, ADHS, also das dürfen die mir natürlich berichten, ja, das ist auch wichtig, aber es spielt einfach auch mal keine Rolle, sondern es wird nur wirklich auch erzählt, was belastet mich, ne? Partnerschaftliche Probleme jeglicher Art, Sexualität, also auch da gibt es Themen, die die Leute belasten, Frauen leiden, chronische Erkrankungen wie Diabetes, Rheuma, Multiple Sklerose, Allergien, Unverträglichkeiten, Ängste habe ich schon gesagt, lebensbedrohliche Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Krebs, auch das gibt es, dass ich Klienten habe, die entweder während einer Chemotherapiephase kommen, um das besser zu verarbeiten. Auch da werte ich nicht, ob sich jetzt jemand, was meine persönliche Meinung ist, wenn mich jemand fragt, kann man sich darüber unterhalten. Aber ich werte jetzt nicht, ob jemand sich für diesen Weg der Chemotherapie in dem Moment entscheidet und er möchte sich noch begleitend mit der Soul-Hypnose unterstützen lassen oder ob er den total alternativen Weg über die Ernährung und über andere Dinge geht, ja. Das soll ja auch mal außen vor bleiben, weil die meisten Menschen sowieso schon so in einer Zwangslage sind oder in einer Phase sind, wo sie sich, wo der Boden wegrutscht, ne? Und wenn man dann noch mit irgendwelchen moralischen Dingen hin und her kommt, das ist sicherlich nicht konstruktiv in der Phase, ja. Schwangerschaftsabbrüche, gewollt oder ungewollt, ist es immer wieder Thema. Ne? Auch, dass man selbst nicht erwünscht war, ist gar nicht so unhäufig. Oder eben das Geschlecht ist nicht das von den Eltern erwünschte. Das ist jetzt nicht, dass jemand, dass jetzt die Eltern so plakativ sagen, also sorry, aber ich konnte dich als Mädchen nicht akzeptieren. Natürlich gibt es das schon, das ist sehr krass dann. Aber meistens ist es eher, wir haben uns schon ganz auf einen Jungen vorbereitet und dann bist du gekommen oder wir hatten ja schon drei Mädchen und dann wurdest du wieder ein Mädchen. Also es impliziert natürlich trotzdem so, naja, so hundertprozentig willkommen fühlt man sich dann nicht. Ne? Selbstwert, Selbstliebe, diese ganzen Wertigkeiten gegenüber seinem eigenen Sein ist das Thema schlechthin. Also Wertigkeit an sich, Persönlichkeitsstörungen, wobei man gucken muss, wenn jemand sehr stark medikamentös eingestellt ist oder unterstützt wird,
sehr gedownt ist, also Tranquilizer oder sonstige sehr starke Medikamente nimmt, dann muss man schon abwägen, ob das dann überhaupt noch möglich ist, der Dialog mit dem Unterbewusstsein. Ne? Ja, es gibt tatsächlich aber auch Menschen, die das zur Potenzialentfaltung ja mal probieren möchten oder sich auch in diesem Allsein, in diesem Einheitsgefühl mal wahrnehmen wollen, diese bedingungslose Liebe zu spüren, diese Verbundenheit mit allem, was ist, also als Erfahrung dann, ne? Traumata, schwierige familiäre Situationen, Tod durch geliebte Personen, Verluste. Thema ist auch Gefühl von Fremdenergie, also sowohl nur als Ahnung, als auch manchmal tatsächlich als Störung, dass Stimmen im Inneren kommen oder dass man sich nicht wirklich in seiner Haut mehr wohlfühlt, weil man einfach das Gefühl von etwas Fremden in sich spürt. Panikattacken, was natürlich immer zu den Ängsten auch dazugehört, und Essstörungen. Das sind jetzt so die wichtigsten. Sicherlich es sind ja doch einige gewesen, die ich schon gemacht habe, einige Hypnosen, aber das ist jetzt mal so ein Spektrum, wo man sagt, da ist doch ganz schön vielfältig was dabei. Aber es ist der Hypnoseform völlig einerlei, ob das jetzt was Seelisches ist, was Körperliches, was von außen, ein Unfall, und daraus entstehen Belastungen. Ja, so. Das ist wirklich eine unglaubliche Bandbreite, was du jetzt hier aufgezählt hast. Finde ich auf alle Fälle spannend, was man mit der Soul-Hypnose bewirken kann, ne? Welche Probleme man angehen kann. Ich hatte ja auch in meiner ersten Hypnose, da ging es um zwei hauptsächliche Themen, die mich in meiner Kindheit belastet haben. Da komme ich dann später auf den Punkt vor. Da gibt es mal so eine Art Seelenstriptease. Und ich würde gerne mal dich bitten, so mal zu skizzieren, wie läuft denn so eine Soul-Hypnose ab? Ist das so eine Stunde, so eine Sitzung, oder wie genau läuft das ab? Also, wie läuft so eine Hypnosesitzung ab? In der Regel finden mich die Leute oder überhaupt werden die Therapeuten gefunden über YouTube oder über die Seite, über meine Seite oder über die Seite von der Soul-Hypnose. Diese kontaktieren mich dann über E-Mail oder telefonisch. Dann vereinbart man einen Termin. Dann sende ich den Klienten einen Erfassungsbogen oder auch Anamnesebogen genannt zu. Der hat 6 Seiten. Es sind verschiedene Fragen über, was ist der Grund für die Hypnose, was ist, liegen körperliche Beschwerden vor, was ist Ihr größter Wunsch, was ist Ihr größter Wunsch, was sind Ihre größten Ängste. Und ja, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt mal, aber dass man sich so vorstellen kann, halt so ein klassischer Anamnesebogen, dass ich mir dann in diesem Vorgespräch, ich muss dazu sagen, dass diese Hypnose einen ganzen Tag in Anspruch nimmt, nicht die Trance, aber die ganze Sitzung oder die ganze Session sozusagen. Man sollte sich auf jeden Fall einen gesamten Tag freinehmen. Also vormittags noch einen Arzttermin und abends noch zum Elternabend ist nicht geeignet. Es sollte wirklich der Tag freigenommen werden, freigehalten werden für diese Session sozusagen. Ja, wir treffen uns in der Regel zwischen 9 und 10 Uhr. Und dann kann man rechnen mit 5 bis 7, 8 Stunden. Das kommt immer darauf an, wie lange das Vorgespräch dauert. Hypnose ist Vertrauenssache. Deshalb möchten wir, dass so viel und so inniglich und so detailliert und tief wie möglich über alles gesprochen werden kann. Das heißt, nicht mal eben, um was geht's, aha, okay, legen Sie sich hin, wir legen dann mal los. Die Menschen sind in außerordentlichen Situationen, haben zudem, dass sie meistens ja noch nie in so einer Situation einer tiefen Trance waren, natürlich auch erstmal Befürchtungen, kann ich überhaupt in die Trance gehen? Ich muss wahrscheinlich was leisten, wo ich dann vielleicht nicht leisten kann. Und wenn wir uns 2, 3, 4 Stunden, das kann vorkommen, ne? Also 2 Stunden, das vergeht im Flug. Ne? Das stellt man sich viel vor, das geht aber ganz, ganz flott.
Das ist aber nötig, weil wir sozusagen damit auch ein Vertrauen aufbauen, weil ich dem Klienten das Gefühl dann vermitteln kann, auch es ist alles gut, ich höre dir einfach nur mal zu, hier wird nichts bewertet, hier wird keine Diagnose gestellt, hier werde ich nicht sagen, ach was, 2 Jahre haben sie ihre Frau betrogen oder so, das ist ja allerhand, also all diese Dinge, ich lausche in erster Linie mal 2-3 Stunden nur, bis sich der Klient wirklich alles von der Seele geredet hat, bis wir alle Punkte, die auf dem Erfassungsbogen gefragt werden, miteinander gemeinsam durchgehen. Das heißt auch, der Bogen sollte nicht vorab an mich wieder zurückgeschickt werden. Ich schicke ihn früh genug immer raus, dass man mindestens eine Woche, kommt natürlich darauf an, wann mit mir jemand den Termin vereinbart hat, sodass jemand genügend Zeit hat, diesen Bogen in aller Ruhe für sich zu Hause auszufüllen. Das ist auch wichtig. Ich sage immer, lassen Sie den oder lasst den Bogen auch einfach mal irgendwo liegen. Und wenn man Auto fährt, wenn man putzt, wenn man sich duscht, dann kreisen ja diese Fragen auch immer noch mal im Kopf rum und dann denkt man sich, oh, das habe ich ja noch vergessen. Stimmt. Und dass man es nicht so eine Stunde, bevor man irgendwie mit mir zusammenkommt, dass man das schnell noch irgendwo im Café noch ausfüllt, sondern man sollte sich wirklich mal Gedanken machen, wie ist es zu all diesen Dingen gekommen, wie war die Situation mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meinen Geschwistern, wie war die schulische Situation. Auch als Erwachsener bin ich damals gemobbt worden, fing damals schon das Dilemma an, dass ich nicht dazugehörte, ja, dass ich mich ausgeschlossen gefühlt habe, dass man einfach alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt. Genau, und wenn wir dann dieses Vorgespräch zusammen gemacht haben, dann folgt erstmal auch manchmal eine Pause. Es gibt natürlich bei mir Tee und kleine Snacks. Und dann kann man auch nochmal ein Frühstück zu sich nehmen, wenn man sich was mitbringt zur Brotzeit. Ja, und dann erkläre ich dem Klienten so ein bisschen was über den Ablauf der Hypnose, was jetzt auf den Menschen zukommt, wie das alles sein wird, sodass der Klient also einfach auch eine Ahnung davon hat, was wir jetzt miteinander machen. Und wenn auch dieses alles ganz transparent ist, dann beginnen wir erst mit der Trance. Die Aufarbeitung, die Trance dauert in der Regel 1,5 Stunden, 1 bis 1,5 Stunden, aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man mal an die 2-Stunden-Grenze kommt. Länger sollte man es nicht machen, wenn man sehr viele Dinge auflöst, in die Heilung bringt, loslässt, dann passieren so viele Prozesse auch, dass der Körper irgendwann und das gesamte System, wir sind ja nicht nur Körper, wir sind Seele und Geist, ist dann auch meistens satt bzw. voll und muss erstmal verarbeiten, integrieren. Das ist dann ein Prozess, der angestoßen wird und dann ist auch genug. Ne? Dann ist man müde, man hat dann genug. Länger sollte es nicht sein. Danach folgt natürlich noch auch ein Abschlussgespräch, ein Nachgespräch, wo man alles nochmal reflektieren kann. Es gibt aber auch Klienten, die sagen, seien Sie mir nicht böse oder seien wir nicht böse in dem Moment, wenn wir uns begegnen und mit dem Vorgespräch anfangen, werden wir auch ins Du wechseln, weil wir... Wenn man über solche tiefgreifenden Themen spricht und auch später in der Trance ist mit dem Du, mit einem Sie, kann das Unterbewusstsein gar nichts anfangen. Und wenn dann die Klienten manchmal auch sagen, weißt du, Eva, ich habe jetzt echt so viel erlebt und es war so intensiv, sei mir nicht böse, aber ich glaube, wenn ich nochmal eine Nachfrage habe, darf ich dich nochmal anrufen oder kontaktieren, aber für den Moment habe ich so das Gefühl, ich möchte mich gerne jetzt zurückziehen. Auch dieses Gefühl, was man erlebt hat, das sind ja auch schöne Gefühle, ne? Die möchte man dann auch nicht zerreden. Ich sage auch immer, ich bin froh, wenn jemand nicht mehr das so zu stark nochmal be- oder zerreden möchte, weil es auch so ein bisschen was ist, was man ja auch so noch ein bisschen erhalten will, ne? Dieses schöne Gefühl auch. Aber da ist jeder anders. Und ich nehme den, ich hole die da ab, wie sie das gerne möchten. Wenn sie nochmal Fragen danach haben, ist auf jeden Fall Raum dazu. Und wenn sie sagen, du, ich muss das jetzt alles erstmal verarbeiten, ich glaube, ich lege mich jetzt mal 2-3 Stunden hin, ich bin auch müde, dann soll es so sein, ja.
Und zwischen dem Vorgespräch und der richtigen Hypnose, da machst du auch noch was ganz Tolles. Und zwar bringst du die Klienten an ihren energetischen Platz. Das mache ich nicht immer, aber immer häufiger, weil ich gemerkt habe, dass es ist, ich sage immer, es ist wie eine kleine Vorabhypnose, dass die Menschen dann oft in der eigentlichen Hypnose oder in der eigentlichen Aufarbeitungshypnose schon viel entspannter sind. Dass sie sagen, ach, jetzt weiß ich, was auf mich zukommt, ich muss jetzt nichts mehr leisten, ich darf jetzt einfach mich fallen lassen. Und wenn ich merke, dass jemand sehr aufgeregt ist, dass wir uns beide nicht sicher sind, ob eine gute Trosttiefe erreicht werden kann, dann mache ich eben diesen energetischen Platz. Oder wenn ich eben in der Hypnose merke, die Trosttiefe reicht nicht aus, dann wähle ich eben als zweitbeste Variante diesen energetischen Platz. Erstens mal entspannen sich dann die Menschen doch noch mal mehr und vielleicht kann dann sogar noch die tiefere Trance erreicht werden durch dieses, ich erkläre gleich, was der energetische Platz ist. Oder eben, wenn jemand sehr aufgeregt ist und ich merke, es ist besser, wir machen mal so ein kleines Vorabtraining, dann mache ich eben den energetischen Platz. Der energetische Platz entstand mal aus einer Notsituation, oder Notsituation klingt es nach SOS irgendwie so, sondern ein Klient bei Brigitte ging wohl nicht so in die tiefe Trance und dann hat sie aus dem Momentum heraus etwas entwickelt, weil sie eben dem Klienten doch noch etwas Gutes oder Schönes, Entspannendes mitgeben wollte. Und dann entstand dieser energetische Platz. Also, was ist der energetische Platz? Es ist, also da müssen wir gar nichts leisten. Das ist ein Platz, wo wir automatisch sind, nachdem ich dieses Sprüchlein gesagt habe und dann von 1 bis 3 gezählt habe, dann befindet sich der Klient automatisch dort. Er muss sich nirgendwo hinwünschen, hinpressen, hinzwängen oder irgendwas, sondern nur wie ein Kind beobachten, was jetzt sich zeigen möchte. Es ist kein irdischer Ort, ne? So wie dein Lieblingsbaum, unter dem man manchmal gerne sitzt und meditiert oder eine schöne Kapelle oder das ist damit nicht gemeint, sondern es ist mehr eine Frequenz, eine Dimension, wo man sich absolut geliebt, geborgen, angenommen fühlt oder fühlen kann. Man muss dort nicht sehen, wirklich, es reicht, wenn man ein Wohlgefühl, eine Entspannung, ein sich wie ein Floaten, ich sage manchmal, dusche dich, bade dich einfach in dieser Frequenz und jeder nimmt es anders wahr. Ähnlich zwar, aber dennoch sind es verschiedene Erfahrungen. Der eine sieht mehr, der andere hört Dinge, der andere fühlt sich einfach nur unglaublich geborgen und wohl. Es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem man sich auftanken kann, wo man sich entspannen kann, wo man regenerieren kann und im besten Falle sogar heilen kann, ne? Also bei mir war es eher so ein dunkles, lilafarbenes Licht. Ich war total überrascht, hätte irgendwas Helles erwartet. Dann hast du immer gesagt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob hell oder dunkel. Und es war so ein Fließen einfach. Man war ohne Körper, man floss einfach dahin und fühlte diese Leichtigkeit und so Wärme auch und Geborgenheit, so was du schon berichtet hast. Und ich habe ja so eine sehr interessante Erfahrung mit diesem energetischen Platz gemacht. Eva, du kannst dich erinnern. Meine Ersthypnose haben wir ja auf 2 Tage aufgeteilt. Und wir hatten erst das Vorgespräch und dann diesen energetischen Platz. Und dann sind wir hier in die Leipziger Innenstadt gegangen. Und bei mir ist es normalerweise so, ich vermeide am Wochenende die Innenstadt. Oder generell, wenn so viele Menschen, also ich mag es immer lieber ruhiger oder ziehe mich immer in die Natur eher zurück. Und ich war noch am Tag vorher, bevor du kamst, war ich ja noch in der Innenstadt mit meinem Ältesten, weil wir einen Termin hatten. Und da war schon mächtig viel los und da kam auch so eine kleine Klimademo, die hatten auch so ganz große Lautsprecher und gedacht, okay, ich muss jetzt hier weg. Also diese Erinnerung hatte ich eben noch an diesem Tag und an dem Samstag machtest du mit mir diesen energetischen Platz. Wir sind dann noch in die Stadt gegangen, um was zu erledigen und dann war ich so mega tiefenentspannt. Das fand ich so erstaunlich zu diesem Erlebnis am Vortag, obwohl an diesem Samstagmittag waren so viele Leute in der Stadt. Wir waren ja direkt auch in der Innenstadt und es hat mich überhaupt nicht
berührt. Ich war so mega entspannt, ich war so richtig ausbalanciert. Das war wirklich erstaunlich. Also muss ich sagen, das hat so bei mir gewirkt, diese Tiefenentspannung. Und ich hatte noch so ein schlechtes Gewissen, weil wir hatten ja nur 3 Tage, ne, wo wir ja auch uns und eben dieses Vorgespräch hatten und ja auch so ein bisschen privat. Und dann gab es ja nur diesen einen Tag und ich wollte ja ein paar Dinge noch irgendwie erledigen. Und es gab ja nur diesen Tag und es hat mir so wahnsinnig leid getan, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, die Silke ist ja auch gar nicht so der Shopping-Typ, was ich jetzt auch nicht bin, aber ich wollte eben was Spezielles erledigen. Und das hat mir wirklich leid getan, dass ich dich an dem Tag damit hingeschleppt habe. Und es war mir zu viel. Es war mir absolut zu viel. Du hast es ja auch gemerkt. Also ich war an der Grenze irgendwie so dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das tut mir jetzt richtig leid für mich und für uns alle, dass wir das jetzt gemacht haben. Wir haben es ja auch schnell abgebrochen. Aber du hast immer gesagt, ist alles gut. Also wegen mir kein Stress und so. Also es hätte wegen mir auch noch 1-2 Stunden länger dauern können. Ich habe mich einfach... Ich habe einfach diese Phase genossen, dass mich das alles überhaupt nicht tangiert. Dass ich so bei mir bin, dass mich die Menschenmassen und das Laute, dass mich das überhaupt nicht tangiert und auch diese ganzen. Ich bin nicht so der Shopping-Typ, würde es auch eher an ruhigere Zeiten verlegen, aber es war für mich auf alle Fälle eine sehr interessante Erfahrung. Was damit eigentlich möglich ist mit so einer. Es ist ja nicht so eine ganz tiefe Trance, dieser energetische Platz, es ist so wie eine Vorbildung. Da reicht eine mittlere. Genau. Aber man darf ihn nicht, also wie gesagt, du hast es ja selbst gemerkt, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Es gibt tatsächlich Menschen, die auch, weil sie eben nicht in diese ganz tiefe Trance gelangt sind, aber sehr entspannt sich gefühlt haben an dem energetischen Platz und auch da super, super Ergebnisse damit erzielt haben. Und ich habe Freundinnen, die, wenn sie sehr gestresst sind, Phasen haben in der Arbeit oder beruflich oder privat, dass sie sagen, Eva, bringst du mich so eine halbe Stunde an meinen energetischen Platz? Ich habe auch keine Zeit für Urlaub oder für irgendwie mal so eine Woche, mal so eine Auszeit, aber ich weiß, damit bin ich jetzt ein paar Wochen wieder ganz gut aufgestellt dann. Man hat danach auch so einen entspannten Gesichtsausdruck, ne? Nach dem energetischen Platz. Man strahlt und ist so total mega entspannt im Gesicht. Dann wollte ich jetzt nochmal, du hast ja schon beschrieben, diese Hypnose kann 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden. Bei meinen beiden Hypnosen war es tatsächlich auch immer 2 Stunden. Wir haben das immer alles bereits. Und ich muss sagen, danach fühlt man sich wirklich wie, ich weiß nicht, wie 8 Stunden gearbeitet. Also man ist total, also es ist ja auch für dich anstrengend, ne? Weil du verbindest dich ja vorher mit dieser Person, bevor du diesen Menschen. Naja, im Grunde sind wir ja schon verbunden, ne? Also. Ja. Aber es ist einfach nochmal so, wie man einfach auch ein Ritual begeht oder wie man, es ist einfach schön, sich auch nochmal in dieser Absicht nochmal für diese Arbeit, für diese Begegnung jetzt zwischen mir und dem Klienten, einfach das nochmal in die Absicht auch zu bringen. Es ist schön, sich auch zu bedanken für diese Arbeit, für eine gute Intuition, mich selbst auch nochmal so in die Verbindung zu bringen, dass auch ich jetzt ganz präsent bin, dass mir die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt dann auch kommen, ne? Dass es einfach einen guten Flow hat, dass es ein guter Fluss ist. Das passiert aber eher automatisch. Es ist einfach, wie gesagt, eigentlich ist ja alles energetisch verbunden. Ja, darf ich da ganz kurz noch was dazu sagen, wegen der Soul-Hypnose, warum ich das so, also die größten Irrtümer, woraus dann all diese, ob es jetzt chronische Erkrankungen oder seelische Belastungen oder Dramen, wie auch immer sind, resultieren ja letztendlich nur aus 3 Irrtümern, die die Menschheit irgendwie so, ich sage immer, durchseucht fast. Ja. Diese fehlende Wertigkeit in jeder Form, Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, also dass dieses den meisten Menschen einfach fehlt, dass wir keine positive Wertigkeit oder die liebevolle Wertigkeit gegenüber uns selbst haben. Sich nicht verbunden fühlen, dass wir alle uns vollkommen getrennt, allein existierend vorkommen und dieses, dass wir kein Urvertrauen haben. Ne? Dass wir immer geliebt, angenommen und getragen sind durch dieses Netzwerk mit allem, was ist. Natürlich geschehen uns Dinge im Außen, im Innen, aber im Grunde genommen, wenn wir zurückblicken, ist es ja meistens dann auch so gut gewesen, wie es war.
Ich habe auch gemerkt, in meiner ersten Hypnose, als es um das Thema bedingungslose Liebe, dass jeder halt ein Recht auf diese bedingungslose Liebe hat oder einfach geliebt, oder ein Recht darauf, geliebt zu werden, ohne halt auch was dafür zu leisten, also eine bedingungslose Liebe, da habe ich dann in der Hypnose auch gemerkt, wie mich das sehr emotional, also wie ich da sehr emotional reagiert habe. Da habe ich auch schon gemerkt, dass mir die Tränen kommen. Also das ist wirklich auch so ein Thema bei mir gewesen, dieses Urvertrauen, ja, dieses sich getrennt fühlen und immer was leisten müssen, um einfach auch akzeptiert zu werden, geliebt zu werden. Dass man immer aufgepasst sein muss. Also wenn ich habe das dann nach der Hypnose auch alles nochmal für mich reflektiert. Und das war auch nochmal schön, dass du das so aufgelöst hast. Also dass du da mit deinen Fragen, mit deinen Worten das bei mir nochmal so besänftigt hast. So in eine positive Richtung. Eine positive Richtung einfach gegeben hast. Und mit dir habe ich ja in der ersten Hypnose zwei sehr wichtige Traumata aufgelöst, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch immer wieder bei mir hochkamen. Und ich dachte schon, ich habe die aufgelöst, vor allem die eine Thematik, aber ich habe wahrscheinlich nur Affirmationen drüber gelegt. Ich habe es nicht wirklich aufgelöst, diese Problematik. Und zwar, ich hatte schon mal in irgendeinem Video vor ein, zwei Jahren, ich ging, glaube ich, um eine Parasitenkur, auch emotionale Entgiftung, da hatte ich mal angesprochen, dass ich eine traumatische Erfahrung als Kind gemacht habe. Ich wurde so mit 12 entführt von einem Pädophilen. Und das war so eine Thematik, obwohl, kannst du dich noch in unserem Vorgespräch daran erinnern, es war ja so, dass ich immer gesagt habe, ach, es war nicht so schlimm, mir ist ja nichts passiert, der hat mich ja wieder nach Hause gebracht. Und da hast du gesagt, was, aber ist doch trotzdem traumatisch. Ich meine, es gibt ja wirklich auch solche Situationen, wo die Kinder sehr massiv geschädigt werden und vielleicht dann auch wirklich, also wirklich sehr psychisch belastet sind. Bei uns war es ein Missverständnis. Der Mann wollte ja eher einen Jungen und ich sah damals eher wie ein Junge aus. Und es ist auch noch eine Thematik, da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Diese Thematik haben wir auch noch aufgearbeitet. Und er wollte halt lieber einen Jungen haben. Und ich war ein Mädchen, sah aber wie ein Junge aus. Also so bin ich relativ unbeschadet, körperlich unbeschadet aus der Situation gekommen, obwohl es auch ja Übergriffe gab, sozusagen. Also er hat ja auch überprüft, ob ich ein Junge oder Mädchen bin. Das sieht man ja nicht von außen. Und da gab es auch die Situation, die ich mich immer gefragt habe in den letzten Jahren, wie konnte der mich aus dem Haus, aus dem Mehrfamilienhaus, wo wir gewohnt haben, einfach so entführen? Und wie kann das sein, dass er mich sogar nach hochschickt, meinen Ranzen zu meiner Mutter bringt? Und ich bin dann wieder runtergekommen, ohne meiner Mutter Bescheid zu sagen. Das ist für mich genauso traumatisch gewesen, diese Situation, wie die Entführung an sich selbst und die Angst, die ich da ausgestanden habe. Und ich habe das halt auch bestimmt 4, 5 Jahre total verdrängt und als es wieder hochkam, hat es mich halt schon belastet. Und das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Ich war, ich glaube, 97 bei einem Psychologen wegen dieser Thematik und weißt du, was der mir geraten hat? Ich soll mehr Schokolade essen, wenn die wieder hochkommt. Oder super. Ich kann mich auch noch an die erste Sitzung erinnern, da musste ich mich dann auch auf den Boden legen und er hat mich so am Körper berührt. Und jetzt im Nachhinein, ich bin dann nur, war da nur ein. Also ist ja wieder ein Übergriff eigentlich, ja. Eigentlich ja auch übergriffig. Ich fand das so schrecklich, aber damals war ich halt noch so extrem angepasst und habe gar nicht so auf meine Intuition gehört. Aber also zumindest nicht in der Situation. Ich glaube, heutzutage würde ich da sofort aufstehen und rausgehen. Aber damals habe ich das einfach so über mich ergehen lassen. Das unglaublich, ne? Und da habe ich mich dann auch gedacht, nee, also zu einem Psychologen gehe ich nicht. Man hat versucht, das selbst einfach immer unten zu halten, das Thema zu verdrängen und irgendwie aufzuarbeiten. Aber es hat wirklich so lange gedauert, ne? Das ist jetzt über 20 Jahre. Wobei man jetzt ja sagen muss, dass ja nicht alle Psychologen jetzt Grabscher sind oder so, ja, aber... Für mich war das, dachte ich mir so, vielleicht der erste Psychologe und ich hatte dann keine Lust mehr, noch mich da durchzuprobieren, wer es dann am besten macht. Also, genau, und jetzt bin ich ja mit dir nochmal die Problematik angegangen und ich habe auch bemerkt, in der Hypnose, als du mit meinem Unterbewusstsein sozusagen kommuniziert hast, ist ja auch so bei der Hypnose, man bekommt ja alles mit, jedes Geräusch, alles. Also man ist voll bei Bewusstsein, bloß man hat dann nochmal Einblicke durch sein Unterbewusstsein. Ne? Das Bewusstsein wird so ein bisschen erweitert und du kommunizierst da praktisch mit dem Unterbewusstsein. Genau. Also es ist sogar eine wachere Wachheit, sage ich immer, oder die andere Wachheit. Man ist erhöht aufmerksam bei zugleich eingeschränkter Kritikfähigkeit. Also das heißt, du kannst jedes Auto, das vorbeifährt oder jede Tür, die schlägt oder jede Stimme, du kriegst alles mit, aber es ist ja auch einerlei, es ist ja gleichgültig. Ne? Ja,
so war das. Aber es ist, entgeht einem ja nicht. Und du kannst ja normal mit, also man geht ja normal in den Dialog, ne? Also man ist ja nicht wie weggetreten oder kann sich ja nichts erinnern, man kann sich wirklich an alles erinnern. Mhm. Und das ist eine sehr intensive Zeit. Aber ich habe das, ich habe dann auch gemerkt, bin ja dann auch in Tränen ausgebrochen. Das war dann sehr emotional. Ich glaube, das war auch dieses Thema mit der bedingungslosen Liebe, aber auch, ich glaube auch bei dieser Thematik mit dieser Entführung, dass du das für mich aufgelöst hast. Also ich habe es nicht für dich aufgelöst. Ich habe dir nur Fragen gestellt und du hast es selber losgelassen. Das ist total wichtig. Du weißt ja auch, dass ich das, du hast es ja selber schon erlebt, wenn diese Frage vom Unterbewusstsein nicht mit positiv, also nicht mit Ja beantwortet werden kann, dann könnte ich machen, was ich will. Du würdest das einfach nicht annehmen können. Also das ist wirklich etwas, was du ganz alleine... Ich unterstütze dich nur in der Fragestellung. Was für eine Frage denn? Was für eine Frage? Irgendwie, also man stellt eine Frage, ist es so, dass diese authentische, bedingungslose, göttliche Liebe die stärkste und die mächtigste Kraft ist, die es gibt? Und wenn dein Unterbewusstsein sagt, ja, das fühle ich jetzt im Moment so, oder das kann man nicht beschreiben. Es ist ein Wahrnehmen, das einem ein Ja oder ein Nein entlockt. Was anderes gibt es nicht. Doch, es gibt noch ein Vielleicht oder könnte sein oder weiß nicht, bin mir nicht sicher. Und dementsprechend reagiere ich ja dann auch wieder. Was hält dich denn noch davon ab oder wo bist du dir noch nicht sicher? Ja, keine Ahnung, ich bin es doch nicht wert oder ich habe doch was Böses getan oder irgendwie so, dann sage ich, aha, aber musst du dir denn diese Liebe verdienen? Die ist doch, oder ist sie nicht bedingungslos? Steht sie dir nicht immer offen? Und ja, also musst du was dafür leisten? Oder nee, eigentlich nicht. Oder hat nicht jeder das Recht, in dieser Liebe zu sein? Ne? Ja, eigentlich schon, oder? Ja, und dann kann man das eben so annehmen oder eben nicht. Und dann wird halt nochmal nachgefragt, warum kannst du es nicht annehmen? Ne? Du hast mir nimm das jetzt an. Mach jetzt. Ja, du hast mir praktisch dazu verholfen, dass ich es endlich loslassen konnte. Und es ist ganz genau. Wenn ich heute davon spreche, ist es so, als ob es jemand anderem passiert ist. Ich bin nicht mehr in dieser Situation drin und ich habe auch aufgehört, mir diese Frage zu stellen, wie ist es dazu gekommen? Es ist ja meine Schuld, dass er mich entführt hat. Hm. Ich habe mir, er hatte auch wirklich so gewisse Tricks, wie er mich da einfach, wie er mich da einfach in die Enge getrieben hat und mich so unter Druck gesetzt hat, er hat mich irgendwie einen Diebstahl bezichtigt, ich hätte irgendwas gestohlen und ich wusste, es war nicht so und trotzdem hat er mich da so unter Druck setzen können und ich habe mich auch immer gefragt, wieso habe ich meiner Mutter nicht Bescheid gesagt? Das hat mich wirklich über viele Jahre gequält und ich habe mir so die Selbstschuld gegeben, dass ich eigentlich dran schuld bin. Ganz genau. Das ist ja sowieso immer bei Missbrauch oft das Thema. Entweder man fühlt sich schuldig, also es muss ja was mit mir zu tun haben, sonst wäre es ja nicht so gekommen. Entweder ich hatte einen zu kurzen Rock an oder ich habe, weil kriegt man ja oft auch von außen so, naja, wenn ich so aussehen würde wie du, brauchst dich ja nicht wundern, ne? Und das ist einfach, dass auch hier wieder an der Stelle in der Hypnose klar wird, dass jeder für seine Entscheidung die Verantwortung zu übernehmen hat, die Eigenverantwortung. Und dann kannst du sie auch da lassen, wo sie hingehört, nämlich beim anderen. Also es ist nicht deine Verantwortung, dass er diese Entscheidung getroffen hat, dich jetzt mitzunehmen und dich später dann sexuell zu belästigen oder auch zu missbrauchen. Das hat mit dir in dem Fall jetzt nichts zu tun, ne? Also das ist mir auch aufgefallen, dass ich das nicht mehr hinterfrage. Also ich habe das so total abgelegt, mir dafür die Schuld zu geben oder auch zu hinterfragen, warum das so war, warum ich zum Beispiel meiner Mutter nicht Bescheid gesagt habe, obwohl ich ja mit ihr alleine war. Also ich konnte mich dann in der Hypnose noch an diese Situation erinnern. Ich habe aber jetzt das Gefühl, ich habe das abgelegt. Es hat für jetzt, es hat keine Relevanz mehr. Und ich habe diese Schuld auch von mir genommen, durch deine Hilfe. Also genau, das kann ich jetzt dazu sagen. Das war auf alle Fälle sehr, sehr hilfreich, total loszulassen. Und da merkt man erstmal, wie das einen doch unbewusst so belastet, um in sein Potenzial zu kommen, um so die Energie fließen zu lassen. Das war mir gar nicht so bewusst. Wir haben ja mehrere Themen in den beiden Hypnosen aufgelöst. Du hast mir dazu verholfen, dass ich sie auflösen und loslassen konnte. Und jetzt erstmal, als du zum Beispiel in den letzten Tagen, ich auf einmal viel befreiter bin. Also ich kann das schlecht so beschreiben, aber so als ob so eine Last von mir gefallen ist.
das hatte ich ja, glaube ich, noch gar nicht erzählt, das ist so seit einer Woche, sagen, da ist bei mir, ich kenne diese Situation eigentlich nur so, gerade in meiner Rohkosternährung esse ich ja immer viel leichter. Und wenn ich da mal Kakao esse, so Rohkostkakao, dann weiß ich, dann habe ich so ein bisschen, da könnte ich so durch die Wohnung hüpfen, da bin ich total gut drauf. Und dann sagt manchmal mein Ältester, oh Mama, hast du wieder Kakao genommen? Weil das auf mich so extrem anregend wirkt, gerade wenn man das eine Weile nicht isst. Und ich habe so das Gefühl, Ich weiß, wie das ist. Und seit ein paar Tagen habe ich so dieses Gefühl, habe ich dieses Hochgefühl so am Stück. Auch mal, dass das damit dran liegt, dass ich einfach bestimmte Dinge losgelassen habe, endlich aufgelöst habe. Und du machst ja auch eine Hypnose. Es geht ja auch darum, wieder sein Potenzial zu entfalten, wieder in den Fluss zu kommen. Das hatten wir dann, glaube ich, auch bei der zweiten Hypnose zum Ende. Hast du ja, dann haben wir dann auch bestimmte, durch bestimmte Fragetechniken hast du das ja auch angestoßen, diese Thematiken. Hier ist auch immer ganz wichtig, dass die Menschen nicht danach wieder nur funktionieren, ne? Dass also, dass jetzt irgendwie, dass man wieder zurückgrappeln kann zur Arbeit sozusagen und wieder das alte Leben aufnehmen. Wir sind ja auch hier hergekommen, finde ich persönlich, um kreativ zu sein, und Kreativität hat ja nicht immer nur mit Malen und Zeichnen, sondern allgemein sein Leben einfach auch freudig und lebenswert und einfach auch die Gaben, die Gastgeschenke auszupacken, die man mitgebracht hat. Und jeder hat irgendwas, die er nur tief vergraben hat, weil man eben funktionieren muss, weil man jeden Tag seine 8 Stunden abliefern muss. Aber das kann es ja nicht alles nur sein. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich sage, aber wenn jetzt wirklich deine Erkrankung nicht mehr den ganzen Raum deines Lebens einnimmt, wenn du wieder in die Gesundung gehen kannst, in die Heilung gehen kannst und das keine große Rolle mehr spielt oder du wirklich gesund und heil bist, was möchtest du denn noch erleben in dem, ja, ich würde schon gerne noch eine Weltreise machen oder dann endlich mal irgendwie anfangen, Pullis zu stricken und die auch zu verkaufen auf Etsy oder was weiß ich, keine Ahnung, einfach, dass man was macht aus seinem Leben, ne? Außer 2 Kinder, ein Haus, ein Auto und einmal im Jahr in Urlaub fahren, dass man einfach sich spürt, dass man sich, wie sagt man denn da, ausdrückt in seinem Sein. Genau, das hast du schön beschrieben. Und die zweite Thematik, die wir auch bei der ersten Hypnose angegangen sind, war ja so eine Thematik, die habe ich, glaube ich, noch nie öffentlich gemacht. Und zwar sind alles so Kindheitstraum, die wir in der ersten Hypnose nicht losgelassen habe. Dann zwar die Thematik zwischen 10 und 13 war, habe ich mich in meinem Körper nicht wohl gefühlt. Also ich wollte kein Mädchen sein. Als dann die Pubertät mit 11 einsetzte, habe ich mich dagegen gewehrt. Ich habe es gehasst, dass mein Körper weiblicher wird. Ich wollte immer lieber ein Junge sein. Ich habe da wirklich 2-3 Jahre drunter gelitten und ich habe das kaum gesagt. Ich habe so still gelitten, innerlich gelitten. Ich habe auch meinen Eltern nie was gesagt. Aber ich kann mich mal erinnern, ich habe mal mit einem Junge aus der Nachbarschaft, der war so 1-2 Jahre älter, den habe ich gesagt, ich will lieber ein Junge sein, ich will nicht locker ein Mädchen sein. Jungs haben es viel besser, die können wilder sein, die können freier sein. Also da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe wirklich dann, wenn ich auch manchmal Fotos aus der Zeit sehe, dann sieht man mir das manchmal an, so am Gesichtsausdruck, dass ich da recht unglücklich bin. Ich habe dann aber in der Pubertät hat sich das dann so verwachsen, sage ich mal so. Also in der Pubertät dann so mit 14, 15 habe ich dann meinen Körper so angenommen, wie er ist. Und habe ich einfach, es war wirklich so 2-3 Jahre, wo ich sehr unglücklich war. Und auch, ich habe wirklich auch, als dann die Brust gewachsen ist, ich habe dann so Haltungsschäden, ich habe dann immer so ein bisschen so die Schultern nach vorne gemacht oder bin so gelaufen. Also ich kann mich dann noch erinnern, also da kamen dann so viele Bilder dann nochmal hoch, als ich mich mit dieser Thematik mit dir nochmal auseinandergesetzt habe. Und und dann habe ich erstmal gemerkt, wie traumatisierend das für mich damals war, wie unglücklich ich eigentlich war. Und auch wenn sich das dann in der Pubertät dann irgendwann nach 2-3 Jahren gegeben hat, aber das ist ja trotzdem noch in mir, dieses Trauma. Ne? Also das war ja trotzdem noch da. Und genau, dann habe ich dich halt einfach mal gebeten, dass wir da mal reinschauen oder was dahinter steckt. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mit einem Freund, auch mit dem ich emotionale Entgiftung gemacht habe, das Video mit dem Tobias, was ich auch mal gleich hier verlinken werde, dem habe ich dann nach unserem Interview auch gesagt, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe körperlich eine Blockade. Ich kann es nicht genau beschreiben, ich bin eigentlich fit, sportlich und mir geht es gut körperlich, bin auch leistungsfähig körperlich, aber irgendwie ist das nicht so 100% mein Körper. So, ne? Und während der ersten Hypnose
bist du ja durch deine Fragetechniken, haben wir das auch noch mit dem Unterbewusstsein, bist du dann nochmal mit dem Unterbewusstsein sozusagen in Dialog gegangen oder hast, oder mit mir sozusagen, mit meinem Unterbewusstsein, um diesen weiblichen Körper zu 100% anzunehmen? Kannst du dich daran? Ich glaube, so habe ich es nicht formuliert, sondern eher, dass du dir genau so viel aus der, also wenn in der bedingungslosen Liebe alles enthalten ist, dann ist doch da auch die Weiblichkeit drin enthalten. Und dann kannst du dir doch jetzt so viel zufließen lassen, wie für dich optimal ist oder wie, ja, dass es in einer guten Balance ist, dass du dich, dass du deine Weiblichkeit einfach so lange zu dir fließen lassen kannst, bis du dich vollkommen erfüllt wieder bist von der, von deiner Weiblichkeit. Also so bewusst habe ich das ja nie wieder so gespürt wie damals. Ne? Ich habe mich dann wohl in meinem Körper gefühlt und habe dann später auch gedacht, oh, ich möchte gar kein Mann sein. In meinem weiblichen Körper eigentlich richtig. Aber dieses Traumata war ja trotzdem noch da. Das habe ich ja in der Hypnose auch gemerkt. Und ein Teilaspekt, der da wahrscheinlich reinspielt, das habe ich dir auch erzählt, liegt wahrscheinlich daran, dass meine Mutter sich einen Junge gewünscht hat. Und damals gab es noch keinen Ultraschall. Also da hat sich ein Junge ganz sehr gewünscht. Und als ich dann kam, nach einer schweren Geburt, ich muss auch ein bisschen zerknautscht ausgesehen haben, so ein bisschen, und dann war ich ein Mädchen. Da hat sie schon erzählt, da war sie erst mal enttäuscht, dass ich halt ein Mädchen war. Und dann hat sie mit ihrer Bettnachbarin, sie hatte eine Bettnachbarin gehabt, die hat 2 Tage später einen Jungen entbunden und die wollte lieber ein Mädchen. Und dann haben die beiden Frauen natürlich so im Scherz gesagt, wir können doch unsere Kinder tauschen, auch wenn das nur so im Scherz war. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie meine Mama das damals so gefühlt hat und wie lange sie braucht, um sich darauf einzustellen, wie sie vielleicht auch ein bisschen enttäuscht war. Aber ich muss noch dazu sagen, ich habe mich immer geliebt gefühlt. Ich bin auch nicht als Junge angezogen worden oder so. Wenn ich mir so Fotos anschaue, also ich bin wirklich als Mädchen groß geworden. Aber trotzdem, als dann die Pubertät kam, war trotzdem irgendwas in mir, was sich gegen diesen weiblichen Körper gewehrt hat. Und ich schätze, dass diese, du hast auch mal gesagt, dass man bis 2 oder so sehr eng mit der Mutter verbunden ist, dass man praktisch 1 ist. Ich habe gesagt, dass man von 0 bis 2 Jahre auch in derselben Frequenz schwingt wie in der tiefen Trance, auf 2 Hertz. Oder auch ein Erwachsener in der Tiefschlafphase ist auch auf 2 Hertz. Also das heißt, alles, was man zwischen 0 und 2 Jahre wahrnimmt, hört, mitbekommt, geht sozusagen direkt ungefiltert in das Unterbewusstsein, also wie ein Programm. Ich dachte mal nur, dass man halt bis zu 2 Jahren dann spürt, dass man das, was die Mutter wünscht oder auch wenn sie enttäuscht ist, dass man das irgendwie so mit aufnimmt. Absolut, absolut. Weil man eben auf diesen 2 Hertz schwingt, auf dieser Frequenz. Und somit alles, ob gefühlt, gedacht, mitbekommen in Worten oder in Gefühlen mit der Mutter, wenn du verbunden bist, sehr stark auch über die Stillzeit. Natürlich, das geht alles. Man ist da wie 1 mit der Mutter. Das stimmt, ja. Doch, du hast recht. Und ich habe wirklich auch so das Gefühl, dass ich mich jetzt nochmal körperlich anders fühle. Als ob ich, wie soll ich denn sagen, als ob es irgendwo eine Schraube gab, die nicht richtig festgezogen war oder so. Oder als ob ich nicht richtig eingerastet war. Das klingt jetzt, weiß ich nicht, ob das ist. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, jetzt fließt es alles. Jetzt ist alles rum nach dieser Hypnose. Und ich spüre auch diese Blockade, ich weiß gar nicht, ob man so als Blockade, aber es war irgendwas, irgendwie war immer noch was Kleines, was nicht richtig rund war. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist es rund. Und was ja auch sehr spannend ist, das hatten wir ja überhaupt noch nicht angesprochen, wenn du diese Hypnose machst mit deinen Klienten, dann kann das, oder passiert das auch oft, dass die Menschen woanders landen, nicht in diesem Leben, sondern in anderen Leben. Das finde ich eine total spannende Geschichte. Und es ist tatsächlich, wie würdest du das so einschätzen, ein Großteil der Menschen landet, kann in alten Leben, was ich ja auch spannend finde, du hast auch manchmal Klienten, die sich dann im Babybauch befinden oder während der Geburt oder so in frühkindlichen Phasen, wo man sich gar nicht mehr bewusst erinnern kann. Aber am spannendsten finde ich ja wirklich, wenn man in vorherigen Leben wieder herauskommt. Also es gibt die Möglichkeit, dass du in diesem Leben wo landest. Na, es geht ja immer darum, entweder zu einem Ursprung zu gelangen. Also wenn man jetzt nur eine Thematik, also eine sehr plakative Thematik hat, wie jetzt Krebs oder natürlich hat jeder Mensch verschiedene Facetten, wo er vielleicht eine Problematik hat, aber hat jetzt jemand eine Phase, wo er eben eine lebensbedrohliche Erkrankung hat, dann dreht sich natürlich aktuell in erster Linie alles um diese lebensbedrohliche Erkrankung. Und dann
bitten wir das Unterbewusstsein sozusagen dahin zu gehen, wo der allererste Ursprung war, der zu dieser Krebsthematik geführt hat. Oder wir können zur größten Belastung für dieses Leben gehen. Und dann wählt das Unterbewusstsein ohne unser Zutun die Situation, die für das heutige Leben die größte Belastung darstellt. Und das kann eben in diesem Leben sein. Es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass es etwas weiter zurückliegt und nicht erst eine Woche davor war. Ne, sonst hätte man ja nicht seit 10 Jahren Depressionen. Es kann in der Phase sein, wo wir mit der Mama im Bauch waren. Weil wir wissen ja selber als Mütter, dass man nicht 9 Monate nur frohlockt. Ne? Da muss man ganz, ganz ehrlich sein, dass die wenigsten Mütter 9 Monate nur im Frohlocken sind und nie einen Moment vielleicht drüber nachgedacht haben, ist das jetzt wirklich der richtige Augenblick oder so. Naja, und wenn man es jetzt, man kann sich einfach vorstellen, es gibt Situationen, wo sich eine Mama einfach zu einer Phase denkt, huch, hoffentlich schaffe ich das alles. Ich bin noch gar nicht so lange mit dem Partner zusammen oder so, wie auch immer. Also es kann eben, man kann in der Phase rauskommen, wo man mit der Mama im Bauch war, da kann eine belastende Situation passiert sein oder eben weit davor, in einem anderen Leben. Hm. Genau, ich habe auch schon mal, ich glaube, vor 2 Jahren ein Video gemacht, das war so ein Q&A, da wurde ich auch gefragt, ob ich an Wiedergeburt glaube. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich kann es mir vorstellen. Da wurde ich auch, sage ich mal, mein Jüngster, der war damals 5, 6 Jahre alt, der hat mich mal in einem Gespräch gefragt, wer vor mir seine Mama war. Und das hat mich auch dazu angeregt, über diese Thematik ein bisschen nachzudenken, zu öffnen, dass es sowas geben kann. Nur weil wir bestimmte Dinge mit unserem Horizont nicht erfassen können, mit unserem geistigen Horizont, heißt das ja nicht, dass es die nicht gibt. Und dann hatte ich das in dem Q&A mal angesprochen und gesagt, ja, vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, mal eine Rückführung zu machen. Da gab es dann noch einige Kommentare, ja, berichte mal dann unbedingt davon. Es hat dann nicht geklappt und ich hatte aber immer mal den Wunsch, einfach mal zu wissen, was ist da wirklich dran. Aber bei mir war es ja auch so, bei der ersten Hypnose habe ich nicht so klar die Bilder gesehen, die sind mir immer so zerflossen, so geschwommen, kannst du dich erinnern? Und bei der zweiten Hypnose habe ich alles, was du, egal was du gesagt hast, hatte da sofort im Bild. Und ich habe mich auch gewundert, weil ich träume sehr intensiv und deutlich und auch Tag, ich habe mir kommen auch viele Bilder immer so ins System rein. Ich kann mir total gut Dinge vorstellen. Bei der ersten Hypnose war das so, jetzt kann ich manches gar nicht so fassen. Ne? Und bei der zweiten Hypnose, es war egal, was du gesagt hast, ich hatte da sofort ein Bild präsent. Und es war wirklich eine sehr spannende Erfahrung. Also bei der zweiten Hypnose bin ich in 2 alten Leben gelandet. Das war wirklich sehr faszinierend. Für mich einmal war es eine traumatische Erfahrung und einmal eine sehr schöne Erfahrung. Es gibt nämlich eine gewisse Zeitepoche, zu der ich mich schon als Kind hingezogen gefühlt habe, schon immer. Also und wer meine Videos aufmerksam verfolgt, der wird vielleicht ahnen, was es für eine Zeitepoche sein könnte. Und aber Eva, da wollten wir noch mal ein extra Video dazu machen, ne? Zu dieser Hypnose, zu dieser Rückführung. Da werde ich auch, wir haben ja meine Hypnosen auch aufgenommen, da werde ich auf alle Fälle auch aus meiner zweiten Hypnose ein paar Sachen, also ein paar Stellen freigeben für das Video. Aber zum Schluss muss ich natürlich fragen, wo findet man dich? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Ich habe eine Webseite, die kannst du ja unten verlinken, wo man mich finden kann. Ihr dürft mich anrufen, mir E-Mails schreiben, wir kommen sicherlich irgendwie in Kontakt zusammen über die Webseite. Und es gibt noch einen YouTube-Kanal, den ich gerne erwähnen möchte, Inside Mind, den kannst du ja auch bitte verlinken. Der ist von der Soul Hypnose unser eigener YouTube-Kanal, der ist noch recht jung, recht frisch. Und dort kommen immer mal wieder auch andere Therapeuten zum, also da gibt es auch ein Video von mir, wo wir mit den Klienten auch hinkommen können, wo Erfahrungsberichte stattfinden, wo wir auch über andere alternative Methoden sprechen, du kannst ihn ja einfach verlinken, vielleicht gerne mal dort vorbeischauen. Und es gibt auch noch eine Soul-Hypnose-Seite, eine offizielle, wo ich auch gelistete, lizenzierte Therapeutin bin. Ich würde mich natürlich freuen, wenn jemand zu mir kommen wird, aber wenn es eben besser passt, dass jemand mit jemand anderen arbeiten möchte. Es kommen immer die richtigen Menschen zusammen, denke ich. Ja, also. Du, deine Praxis hast du in Augsburg. Meine Praxis habe ich in Augsburg. Und das kann man auch nur, also das kann man nicht über Zoom, über Skype oder übers Telefon machen.
man muss das wirklich, also eins zu eins müssen wir uns begegnen. Die meisten Klienten kommen nicht aus meiner Stadt. Also die kommen von überall her, bis hin zu Österreich, Schweiz. Man nimmt sich diesen Tag halt dann eben auch mal frei und nimmt auch mal eine größere Strecke in Kauf. Oder man guckt halt, ob es jemand anderen in der Nähe gibt, wo besser passt. Da bin ich ganz offen und ganz, also das ist ja auch so eine Sache, wo man einfach gucken muss, passt die jetzt zu mir oder passt jemand anderer besser. Ja, ich danke dir für diese Reise, die wir zusammen gemacht haben. Und da ist ja auch was Schönes mit uns passiert, ne? So, dass wir uns kennengelernt haben. Danke dir auf alle Fälle, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Video. Ich finde das immer noch total spannend und auch sehr dankbar, dass ich mit dir diesen Weg gehen durfte. Also war auch wieder so eine Fügung, ne? Dass wir uns kennengelernt haben. Und ich freue mich dann auch schon auf das nächste Video. Da müssen wir uns mal ein Training machen, wenn wir das nächste Video machen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch einige interessiert, was das mit der Rückführung, mit dieser, ja, mit dem eigenen Leben zu tun hat. Das wird wahrscheinlich auch nochmal spannend, was mir da so bei der zweiten Hypnose widerfahren ist. Ja, und für alle Zuschauer, kommentiert gern, was haltet ihr von den Ausführungen, die Eva hier gemacht hat? Was haltet ihr von der Soul-Hypnose? Könntet ihr euch vorstellen, dass es auch was für euch ist? Also ich freue mich über Meinungs- und Gedankenaustausch unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Tschüss.